walking on broken glass. Fidel Castro hat insgesamt 638 Attentate überlebt. Marita Lorenz, 9. Weißt du, was es heißt, wenn man alles vergisst, was man gelernt, um bei Nacht und Nebel auf eine Yacht zu schleichen, um sie zu kapern? Und hast du je erlebt, wie sich das anfühlt? Wenn man bis an die Zähne bewaffnet wie auf Wolken geht, die Welt der Menschen und alles, was zu ihnen gehört, weit unter sich sieht? Wenn man hinabschaut auf ihre sauren Gesichter durch die Zehen hindurch? Es war 1959, das Jahr der kubanischen Revolution, und wir fuhren in Havanna ein. Die Kubaner waren es, wer sonst? Die CIA war es. Marita selbst hat das gemacht. Walking on, walking on broken glass.